Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe immer, euch geht's gut da draußen. Und zwar musste ich jetzt leider den Anfang von dem Video nochmal drehen, weil, ich fange mal kurz von vorne an. Ich habe gestern spontan einen Kollegen gefragt, ob er Bock hat, mit mir so ein kleines Video zu drehen über mein Studio. Das heißt, weil ich habe mir so Absorber gekauft für mein Studio. Und da habe ich ihn gefragt, ob er mir helfen will, ob wir ein bisschen so zu zweit mit dem Kanal arbeiten, also den ich jetzt hier alleine führe gerade, ob er mir da ein bisschen helfen kann. Und ich muss sagen, für das erste Video, wo wir zu zweit gedreht haben, ist es gar nicht so schlecht geworden. Ihr müsst halt überlegen am Anfang, ja, man ist noch unsicher gegenüber der Kamera und dem Kollegen. Das heißt, man hat so eine doppelte Unsicherheit. Aber ich habe es einigermaßen, oder wir haben es einigermaßen gut hinbekommen. Es ist eigentlich ziemlich cool geworden, finde ich. Also ziemlich informationsreich, wie man sowas hinklebt, was man dafür benötigt. Deswegen seid bitte jetzt nicht ganz so kritisch, wenn das Video jetzt nicht so perfekt ist, aber für den ersten Test, für das erste Video mit dem Kollegen, finde ich es echt, wirklich gesagt, gar nicht so schlecht. Deswegen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Also wie gesagt, hier haben wir so einen Spezialkleber extra für diese Absorber. Auf jeden Fall, den kann man einfach dazu bestellen, der ist extra für sowas gedacht. Und ihr klebt es einfach, oder ganz einfach nur, wenn es funktioniert, einfach einmal so ein Viereck und dann nochmal so ein X. Und dann einfach ganz easy an die Wand. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and over and again. My future needed clarity. So I could see how you react. Wie gesagt, ihr habt hier 16 Teile, könnt ihr bestellen. Kosten rund 44 Euro. Und ich werde jetzt, wie gesagt, hier noch drei hinkleben und dann hier oben noch an die Decke. Ich weiß nicht, so 5 oder 10 Stück. So, bis jetzt sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt fehlt halt hier noch eins. Und dann machen wir hier oben noch die Decke. Ja, und dann werden die 16 Stück wahrscheinlich schon wieder aufgebraucht sein. Beziehungsweise haben wir danach keine mehr. Das heißt, ich muss wieder neue bestellen. Aber jetzt kriegen wir noch das letzte hin. Zack. Also jetzt haben wir mal alle 6 Stück hingeklebt. Die lassen wir jetzt mal kurz trocknen. Und also wie gesagt, ihr könnt es einfach mit diesem Kleber hier, der ist extra für so Wände gedacht, weil ich dachte damals auch nicht, dass es an der Wand hebt, weil, ich kann euch das mal kurz zeigen, hier unten zum Beispiel bröckelt es, ich hoffe, das kann man erkennen, bröckelt es schon ein bisschen und ich habe die halt, das sind jetzt schon ältere, die heben eigentlich bombenfest und die kann man auch wieder abmachen. Gut, aber ist ja eigentlich nicht der Sinn, sondern man will ja eigentlich, dass die ein bisschen kleben bleiben, beziehungsweise dranbleiben. So, jetzt fangen wir mal mit der Decke an. Also wir haben das jetzt mal so grob markiert hier mit dem Stift. Das heißt, wir werden jetzt hier 6 Stück, gell? 6 Stück. Also wir haben jetzt 6 Stück, werden wir jetzt nebeneinander kleben und dann noch eine zweite Reihe machen. Dann haben wir eigentlich auch schon wieder alle weg. Deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal mit dem und let's go. So, jetzt müssen wir das Ganze mal ausmessen, weil das wird wahrscheinlich nicht so klappen. Wie weit willst du da vorne haben? Jetzt warte mal, wenn wir, halt mal kurz, wenn wir das Ganze, ja gut, dann müssen noch wir, weiter. Das ist aber schon zu weit vorne, oder? Nee, nur von dem, jetzt sind wir bei, achso, den Ausklappen noch? Ja, wie weit willst du das haben halt? Ja, wird schon noch, einen würde ich schon noch, so, ja. Das sind jetzt genau 2 Meter. Das sind jetzt 2 Meter. Okay, du bist 6 hin oder? 2 Meter geteilt durch 6? Was ist 2 Meter durch 6? Und weiter geht's! I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and over and again. My future needed clarity. So I could see how you react.
So Leute, letzter ist jetzt fertig. Beziehungsweise wollten wir eigentlich noch eine zweite Reihe machen, aber der Kleber ist so gut wie leer, deswegen ich muss jetzt erst einen nachbestellen und das werde ich dann in einem anderen Video noch mit reinbringen. Das heißt, da wird der Alex mir wieder helfen, wenn wir die zweite Reihe machen. Und ich werde wahrscheinlich auch noch hier hinten noch eine Reihe machen. Müssen wir aber noch schauen, wie wir das machen. Und genau, der ganze Effekt, was das alles bringen soll, bringe ich auch noch in einem extra Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal und ciao.